Leute, was geht ab, euer FIFA-Gamer ist heute mal wieder an Start zu Folge 2 der Barcelona-Trainerkarriere. Und ja, ich habe ja gesagt, wir werden nicht mehr Transfers machen, aber wir werden oder dennoch schon noch ein Transfer tätigen. Und das sind zwei Stück noch, sogar drei. Da werden wir jetzt direkt mal Angebote vorausdämmern. Da können wir schon mal direkt Angebote rausdämmern. Für diese drei Spieler hier. Okay, wir haben für die Spieler erstmal Angebot rausgedämmert. Unsere Mannschaft sieht eigentlich ganz fresh-mash aus. Auf jeden Fall, wir haben ja gegen... Also, hier haben wir schon mal... Auf jeden Fall schon mal Stillstand mit Alfonso. Hä? Auf jeden Fall, der Erste hat angenommen. Da ballern wir mal. Ach komm, hier so 145.000 der Woche. Ja, Davis, da müssen wir jetzt eine Woche warten. Ja. Johnny Alvarez ist auch noch verkauft. Und gleich haben wir auch noch mal ein Ligaspiel. Oh, Trent Alexander-Arnold. Den werden wir annehmen. Wir gehen in die Verhandlungen. Mit Trent Ment. Schlüsselspieler natürlich. Sieht man ihn? Ja, man sieht ihn perfekt. Okay. Ja, er will 5 Jahre, natürlich bekommt er ja natürlich auch. Dann nehmen wir das an. Und damit ist der nächste Spieler auch bei uns. Heißt jetzt nur noch Jabuzelemu. Nein, Spaß. Dieser Janje Conte muss annehmen. Wir haben jetzt schon wieder 3 Minuten verbraten. Tut mir leid auch. Aber er hat ja jetzt endlich angenommen. Das nehmen wir auf jeden Fall an. Und jetzt müssten wir eigentlich noch Alfonso Davies holen. Und dann hätten wir alle, ne? Ja, und dann könnten wir spielen. Also, der Plan für heute wird sein, wir werden den kompletten Monat mitnehmen. Dann die Pio Montecalcio werden wir spielen. Wir werden heute die kompletten 2 Monate mitnehmen, dass wir schon mit den Karrieren vorankommen. Also, ich sag euch jetzt so, wie mein Plan ist. Also, wir werden Sevilla simulieren. Was kann man noch simulieren? Das ist keine Ahnung. Sevilla werden wir jetzt schon mal simulieren. 2-1 verloren. Und wir werden noch... Wir werden noch Tetraffel simulieren. Und wenn wir gegen die verlieren, dann gebe ich ernsthaft auf. Aber haben wir leider trotzdem gewonnen. Und jetzt... Nee. Wir müssen noch den Davis-Angebot rausklatschen.
dass unsere Mannschaft ein bisschen fresher, mescher aussieht. Ja, wir können für Davis wieder ein Angebot rausklatschen. Ja, wir werden es auch einfach mal versuchen, für Davis jetzt ein Angebot rauszuklatschen. Wir probieren mal 90 Millionen. Ja, auf jeden Fall ja. Versuchen wir auf jeden Fall ein Angebot für Davis Mills. Und wenn das klappt, dann haben wir unsere Mannschaft. Ja, wir haben unsere Mannschaft und dadurch werden wir jetzt reingehen und spielen gegen. Ich weiß gar nicht gegen wen. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt unsere komplette Mannschaft geholt. Ja, Trent ist halt nicht komplett fit. Davis. Leute. Ah. Ah, das war, weil die noch nicht so wirklich gespielt haben. Ja, okay. Das ändert sich jetzt aber ja auch gleich in der Zeit. In Verteidigung wird sich ja auch alles ändern. So. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich will sagen, spielen jetzt eigentlich. Eigentlich könnten wir direkt in ein Spiel gehen. Sollen wir direkt zu Piedmont Kaiser simulieren? Nee, wir müssen. Ah, ja. Ja, eigentlich schon. Komm, wir können direkt zu Piedmont Kaiser gehen, Leute. Nein, 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 okay, wir machen doch noch ein Spiel davor. Ich würde sagen, wir machen. In der Liga zwei Spiele heute. Wir machen heute ungefähr drei Spiele. Drei werden wir simulieren. Und jetzt. Jetzt sind die doch zufrieden, oder? Jo. Jetzt sind sie alle so ein bisschen zufrieden. Mané ist zufrieden, Mbappé ist zufrieden. Kanté. Pogba jetzt nicht wirklich. Und jetzt können wir mal gucken, ob die die Nummern haben. Davis, die 18, er hat bei Bayern die 19. So, was für eine Nummer? Ja, 16, 5. Kimmich, die 22, geht gar nicht klar. Pogba hat die 6. Warum hat Kanté die 7? Bruder, du wechselst auf die, auf die 18. Leute, er wechselt auf die 18 und Mbappé wird die 7 bekommen. Die sogar frei ist. Kylian Mbappé und ich hoffe, der macht einfach ein paar Tore, dass wir heute gewinnen. Okay, wir spielen jetzt gegen. Ah, warte, wollte ich das machen? Longley, da werden wir uns gleich erst drum kümmern. Bevor wir das machen, Leute, müssen wir eben kurz gucken. Wo ist das denn? Wo ist das? Ah, hier Spielereinstellung. Müssen wir eben gucken. Ich bin gerade auf Profi. Ich spiele aber jetzt ab sofort auf Halbprofi, weil dass wir besser gegen Atletico spielen. Okay, die nehmen die. Wir gucken auch mal unsere Anstellung. Aufstellung an 3, 2, 1, 4. Gehen rein. Wir gehen rein gegen Atletico. Thank you.
schöneres Duell könnten wir uns am heutigen Tage eigentlich gar nicht wünschen. Freuen Sie sich auf Barcelona gegen Athletic Bilbao. Ja, jetzt sieht man perfekt was. Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen hier in Barcelona. Ich begrüße Sie zu dieser heutigen Partie. Okay, Leute, ich muss jetzt auf Fernsehen schauen. Ich darf jetzt nicht. Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentiert. Und bei uns steht am heutigen Tage ein Spiel aus der Liga Santander auf dem Programm. Oh mein Gott, wenn es das nicht gäbe, wenn da nicht gelb gibt, Leute. Dann weiß ich auch nicht. Oh nein, und jetzt gibt's gelb. Jetzt gibt's gelb. Ja. Leute, Sancho hat gelb. Oh mein Gott! Budge, oh mein. Alexander Arnold sehen wir da. Kylian Mbappé, oh! Die Fans hoffen, die Fans erwarten sich eine Menge, was drauf durch ihn zuguschen. Viele Experten waren ja der Meinung, dass die eine echte Schwäche, das ist der Außenverteidigerposition. Oh mein Gott, nein! 1-0 an Atletico Bilbao, Digga! Ich spüre im Moment so schlecht FIFA. Tevez. Nein! Sadio Mané, Digga. Morgen gibt es dann wieder Bayern-Karriere, aber das wisst ihr ja. Also so ist es halt nicht. Ja, Digga. Er ist ein junger Hüpfer und der macht gerade platt. Oh mein Gott, Mbappé! Ich liebe Kylian Mbappé, Leute. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn verdammt nochmal. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian, Kylian, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian, Kylian, Kylian Mbappé. Also, wir werden in, glaube ich, in diesen, also in 2 Wochen werden wir schon mal mit der ersten. Oh, Mbappé läuft durch. Mbappé läuft durch. Wenn er jetzt schon shit ist. Oh mein Gott. Elfmeter! Ah, Leute, er gibt keinen Elfmeter. Gestern hat über Sancho gar nichts geklappt in der Manchester United-Karriere. Heißt ja nicht, dass es so in der Barca-Karriere auch laufen muss, in der Champions League. Es läuft in der Liga schon nicht gut mit Barca. N'Golo, N'Golo, Kante, N'Golo, Sempre, Kante, N'Golo, N'Golo, Kante. Mbappé läuft da nicht. Warum läuft der nicht? Och man, Digga. Pogba geht da nicht hin. Vivians, Alfonso Vivians ist tot. Nein, Spaß. Obwohl, er ist auch wirklich tot, aber ja. Leute, oh! Gute Flanke! Schöne Flanke! Kante, N'Golo, N'Golo. Vorstoß von Sancho. Digga!
Ich wollte gerade singen, er ist ein junger Hüpfer und der macht alle platt. Eine, wir sind Mitspieler. Er war schon auf dem Sprung zum Menü und dann kommt man zurück. Ah, Leute, er ist immer noch am Ball. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, nein. Vivian steht doch heute Testing. Oh mein Gott, klein, Conte, Engolo, Conte. Er ist ein junger Hüpfer und dann macht er einen Platz. Oh Leute, viel zu viel Skills. Oh mein Gott, Conte, nein, Engolo, Conte läuft doch. Was? Ah, Leute, heißt, wir müssen in der zweiten Halbzeit rein. Ah, der wird gleich auch ab. Ja. Okay, heißt, wir müssen in der zweiten Halbzeit rein. Ist aber nicht so schlimm, Leute. Oder? Ah, nee, ich will diesen Sieg schon safe haben. Wir haben ja gestern auch ein Spiel gewonnen, was sehr, sehr gut läufte. Gegen Paris. Alles sehr. Alfonso. Williams. Abseits. Schade, Mann. Aber es wäre auch eigentlich eine schlechte Chance gewesen, hätten wir. Oh mein Gott, was für ein Pass von Davis. Aber der Mbappé kann das nicht nutzen. Oh mein Gott, gut. Kanté, Kimmich. Mané läuft da auf dem Recht. Das ist einfach kein Abseits-Schiedsrichter. Schiedsrichter, war kein Abseits. Yeah, Junge, der Schiedsrichter hat mich gerade verlassen, Leute. Muniain, ist das mit dem Ball? Ah, das sieht gut aus. Dani Garcia. Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich. Bruder! Vielleicht jetzt mal. Nein! Ey, man kommt hier auch einfach nicht durch. Super dazwischen gegangen. In der La Liga Santander geht's dann bald weiter für Athletic Bilbao. Dann geht es zu Hause gegen Real Sociedad. Und das werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Raúl García. War das beim Muniain? Viel Vorwärtsdrang jetzt. Leute, weißt du, wisst ihr was? Ich spare mir das jetzt auf. Wir spielen 1-1. Ja. Geht einigermaßen klar sogar. Boah. Und ja. Jetzt beginnt die Champions League, aber das werden wir aussimulieren. Ich will gegen Piemonte Calcio selber spielen. Und dieses Spiel simulieren wir. Okay, wir gehen jetzt direkt hier am 28. Mal schauen, ob wir die
Ligaspiele gewinnen. Champions League, wichtig. 2-0. War wichtig. Komplett. Und jetzt geht es. Und jetzt geht es in Duell und wir haben. Ah, Digga, Kamerun will uns. Nee, ablehnen. Wir haben unterschrieben. Ja, okay, dann sind wir halt jetzt Kamerun-Trainer. Das ist mir auch egal. Ja. Meine Mannschaft ist sowas von fit. Also, mal schauen, ob. Ich will eben kurz schauen, ob Pogba wirklich zufrieden ist. Aber anscheinend sind alle Teil zufrieden, also schmeckt. Es schmeckt, Leute. Letztes Spiel werden wir alleine spielen. Jetzt müssen wir zum Glück auch keine Transfers machen. Ich hab mir das nicht gedacht, dass wir schon alle Transfers gemacht hatten, aber ich dachte, hä? Wo haben denn noch welche unter Transferlisten? Okay. Bei bestem Fußballwetter melden wir uns heute, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Ihre Kommentatoren heißen Wolfuß und Frank Buschmann. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Könnte ein grandioses Spiel werden, Buschi. Barca hat Gruppenspiel 1 gewonnen. Guter Start in diese UEFA Champions League. Oh, Kylian Mbappé, er ist einfach der Shit. Wenn er den jetzt macht, ist er der Shit. Ist er der Shit? Nein! Sancho tut es verdämmen. Ey, ich wollte auf Sancho nochmal flanken, aber. Und Aaron Ramsey. Arthur. Dame Morata. Oloroado. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Ja. Oh mein Gott, Rich! Bruder! Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Was diese Bodengruppe in der UEFA Champions League angeht, ist das hier natürlich schon das Aufeinandertreffen der beiden besten Teams. Natürlich ganz genauso ist natürlich ein Highlight, wenn die. Oh, Kylian Mbappé! Oh, Kylian Mbappé! Oh, Kylian Mbappé! Oh, das ist die Führung! Kylian! Fucking! Mbappé! Was geht hier ab, Bruder? Oh, Leute, Controller ist leer. Okay, ja, scheiße. Können wir laden. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Pogba. Okay, Leute. Okay, Leute, jetzt simulieren wir, würde ich sagen. Ja. Wir haben sogar 3-0 gewonnen. Ja. Ja, Leute, das war's mit dem Video.
Vergesst nicht zu abonnieren, liken und ja, ciao!